So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist abends, eigentlich bin ich schon total müde und schlapp, aber ich habe mir trotzdem für heute vorgenommen, noch ein Video aufzunehmen. Ich möchte euch den Taki Burger präsentieren. Ich habe nämlich noch ganz viele Taki-Tütchen hier rumliegen, habe gedacht, ich werde jetzt einfach jeden Tag eins essen. Dann habe ich einen Burger gefunden, wo ich noch nicht wusste, ob ich den schon getestet habe oder nicht. Diese ganzen Big Burger aus der Big Reihe habe ich versucht zu testen. Jetzt gibt es welche bei Norma, bei Tegut, bei Lidl, bei Aldi oder so irgendwie. Der hier ist aus dem Penny. Das ist ein Big Beef Classic Burger und ich habe jetzt alle Videodateien, die ich noch habe, durchgeschaut. Ich habe schon mal ein Big Beef Classic, auch lila eine Verpackung, getestet. Der war aber aus dem Netto. Der hier ist aus dem Penny. Bei beiden steht aber drauf Big Beef Classic, Big Beef Classic. Das ist vielleicht jetzt irgendwie anders, aber irgendwie ist es mir schon so zugleich, dass ich dachte, den kann ich nicht einfach nochmal so testen. Also, was machst du? Du machst dir einen Taki Burger. Und das ist dann die Grundlage dafür, dieser Burger, den werden wir gleich erhitzen. Dann brauche ich, damit es schön scharf ist, einmal die Mad Dog 357 in der Silver Edition aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Die Flasche hält ewig, ihr könnt ja immer nur so einen kleinen Tropfen nehmen. Das kommt dann auf den Burger erstmal, dass der halt richtig brutal ist. Und dann habe ich hier noch zwei ganz besondere Taki-Tütchen, nämlich die grünen Zombie und die blauen Blue Heat. Blue Heat. Blue Heat steht drauf. Ich muss noch mal gucken, ist schon so lange her, dass ich da drauf geguckt habe. So. Also, die sind ja so gehypt und ich fand die richtig abartig, weil mir die einfach nur nach Limette geschmeckt haben. Ich fand die auch nicht scharf. Und die Zombie fand ich interessant, gerade mit dem Gurke-Geschmack und weil das mit Habanero-Chilis sein soll. Aber dann kommt auch wieder so krass Limette durch, dass mir das irgendwie alles versaut. Das werden wir jetzt alles zusammenwürfeln und uns einen Taki-Burger machen. Und ich möchte euch noch diese Paulaner Limo zeigen. Ich kenne ja von Paulaner immer nur das Spezi. Hier ist eine Paulaner Limo Orange. Die hat Pupsi entdeckt, hat gesagt, vielleicht willst du die ja auch mal testen oder auch mal zeigen. Ich habe jetzt schon eine Dose bei ihr, den Rest getrunken und probiert. Er schmeckt gefühlt einfach wie Fanta, die ein bisschen abgestanden ist. War es für mich jetzt nicht wert, da ein eigenes Video zu machen. Aber ich habe gerade Durst, die ist gekühlt, deswegen schlinge ich mir die rein und mache den Burger warm. Hoppa! Das war der Burger in der Mikrowelle. Weil der in so einem komischen Beutel ist, platzt er jedes Mal auf. So, wir sind zurück. Ihr habt gerade gehört, der Beutel ist geplatzt, aber irgendwas stimmt nicht. Normalerweise reißt dann das Seil ein Loch ein, die Nähte gehen auseinander. Es hat vorher die ganze Zeit so gemacht. Das hat irgendwie den Burger hier an der Seite bei der Folie rausgedrückt. Als wäre da ein kleines Luftloch gewesen. Und der Burger wurde durch dieses Luftloch stückchenweise einfach rausgequetscht. Das sieht total dumm und eklig aus, aber wir werden den jetzt trotzdem hier aufmachen. Wir werden den jetzt trotzdem mal belegen, dass ihr einen schönen Taki-Burger habt. Guckt euch das so an, wie da aus der Folie einfach hier der Seppel raushängt. Hat man sowas schon gesehen? Also ich noch nicht. Das Ding ist kochend heiß. Wir schneiden mal die Folie hier oben auf. So, das muss weg. Der muss jetzt hier irgendwie raus, richtig raus. Das ist fort. Das drehen wir rum. Dann machen wir den irgendwie auf, ohne uns zu verbrennen am besten. Weil gesagt, das ist richtig heiß, weil das ist ja der Big Beef Classic, ja. Und der ist ein Bun, ein Beef, ein Cheese und eine Sauce. Mehr ist da gar nicht drauf. Und was für Sauce? Würzsoße und Ketchup. Schmelzkäse-Zubereitung. Ja, das passt. So, wir lassen den jetzt so liegen. Wir nehmen jetzt schon mal die Mad-Dog-Soße. Bei der Mad-Dog-Soße wisst ihr ja, nicht zu viel drauf machen. Ein Tropfen reicht für die ganze Kantine zum Würzen. Wir werden uns jetzt hier einen Tropfen in die Mitte machen. Obwohl, warte mal. Das ist ein Taki-Burger. Der muss ja richtig gut sein. Wir werden uns zwei Tropfen machen.
ich habe Angst, wenn es gleich wieder rausschießt. Wir werden einen Tropfen in die Ecke und einen Tropfen hier runter in die Ecke machen. Musst dir nur merken, da wo der Bibus raushängt, musst du reinbeißen. Dann hast du erstmal die erste Welle und hinten ist noch die zweite Welle an Schärfe von der Mad Dog Soße. Jetzt nehmen wir uns ein paar Takis. Und zwar ein paar blaue. Also das soll ja hier angeblich blau sein, ne? Und die blauen Takis legst du jetzt hier drauf. So. Immer Platz lassen, dass da irgendwie ein grünes noch dazwischen kommen kann. 3, 4, 5. Machen wir erstmal 5. Und holen jetzt von den Grünen hier auch noch welche raus, diese grünen Zombie-Takis. Versuchen das dazwischen zu füllen. 1, 2, jetzt müssen wir das wieder ein Stück verschieben. 3, das Fette muss hier hinter. Und zwischen die zwei letzten kommt noch das. So, das hält jetzt nicht. Dumme Sau. Bleib doch einfach drauf, bleib drauf. Jetzt wischen wir das mal hier in der Hose ab. Das passt vielleicht auch. Vorsicht, Adi Schatz. Und jetzt nehmen wir mal die zwei Tütchen, weil ich kann mal das ja für das Thumbnail irgendwie machen. Und dann seht ihr hier den Taki Burger. So, Taki Burger so. Klappen es mal zusammen, schmeißen euch aber hoch. Das ist wichtig, weil ihr müsst mich ja dann sehen, wie ich da reinbeiß. Ich habe bei dem Ding halt immer Probleme. Ich weiß immer nicht, wie ich die Thumbnails machen soll. Oder geht das hier oben besser? Der Taki Burger. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man das zusammenklappt. Eieieiei. So, jetzt haben wir es mal hier draufgelegt. Ihr seht, wenn ihr hier guckt, da gucken Takis raus. So ein bisschen drumherum. Und das sieht man jetzt leider nicht so viel. Da müsste man es ein Stück anheben. Muss jetzt aufpassen, dass nichts rausfliegt. Wir wollen ja vorne anfangen reinzubeißen. Du versaust ja halt die ganzen Hände durch die Takis. Nehmen sie jetzt rum. Hier, wo das rausgequollen ist, beißen wir jetzt mal rein. Das müsste jetzt richtig crunchy sein. Ich merke auch, der Boden ist knüppelheiß. Aber wir gucken mal in der Mitte. Du merkst auf jeden Fall sofort die Mad Dog, die sich wieder im ganzen Mund ausbreitet. Die Zungenspitze brennt und der Rachen brennt. Das macht sich richtig weit. Ansonsten war es ein bisschen knusprig, aber ich habe mir da irgendwie mehr erwartet, mehr Effekt. Jetzt hast du ganz leicht diesen Gurkengeschmack gehabt von den Zombies, diesen Cucumber-Geschmack, aber irgendwie merke ich die Limette gar nicht raus. Also ist auf jeden Fall eine interessante Kombination, so einen Burger zu essen, so Takis zu essen, aber ich bin ja eh kein großer Taki-Fan. Ich muss sie nur irgendwie verbrauchen. Die einfach wegschmeißen wäre Verschwendung. Und habe gedacht, das ist vielleicht eine interessante Idee. Könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr Taki-Fans seid und Burger-Fans seid, euch die da drauf zu knallen. Es gibt ja überall eigentlich auch Burger, die immer so mexikanisch gemacht sind, wo auch sowieso irgendwelche Tortilla-Chips draufgeknallt werden, dass das schön knusprig ist. Das ist auch nichts Neues, das habe ich auch nicht erfunden. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich werde ihn jetzt noch zu Ende essen. Vielleicht im Zeitraffer, vielleicht ist auch Cut. Weiß ich noch nicht. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Thank you.
Okay. Jetzt merkst du deutlich den zweiten Tropfen Maddox hinten raus. Oh. Der entfacht nochmal alles. Also, wer sagt, Takis sind scharf, er probiert lieber keine Maddox-Soßen aus. Und guck dir die Sauerei auf dem Burger an. Wie die ganze Farbe hier, das Fett, hat sich schon grün gefärbt auf dem Burger. Eine grüne, schmierige Pampe vom Tagi-Burger.